herzlich willkommen in unserer Küche. Heute gibt es einen veganen Kuchen. Was ich jetzt gerade bemerkt habe, ist, dass mir die Erdbeeren, die habe ich jetzt noch vergessen hier dazu zu legen, die brauchen wir dann, um die oben auf den Kuchen drauf zu machen. Und zwar wird der Kuchen halt vegan sein. Was wir dafür benötigen? 600 Gramm Mehl. Das mache ich schon mal alles in eine Schüssel rein. 600 Gramm Mehl, ein ganzes Päckchen Backpulver, drei Päckchen Vanillezucker, so, 450 Gramm Zucker, also je nach Geschmack 400, 450. Dann haben wir hier die drei Päckchen Vanillezucker. Hier, ihr dürft eins haben. Du eins und du eins. Rein. Und dann hast du drei Päckchen. Vanillezucker. Langsam, langsam. Mit Vanille. Guck mal, da hat ein Päckchen drauf gemacht. Mhm. Und dann haben wir hier 250 Milliliter neutrales Öl und 400 bis 450 Gramm Sprudelwasser. Das machen wir schon mal zur Hälfte rein. Nicht ein bisschen mehr als die Hälfte. Oh, das sieht doch lecker aus. Das mixen wir jetzt als erstes mal schön durch. So, und jetzt die andere Hälfte. So, was wir jetzt machen ist, wir brauchen zwei Backbleche oder ihr macht das alles nacheinander. Die eine Hälfte wird hell, die andere Hälfte wird mit Kakao gemacht. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Bei 180 Grad, da müsst ihr halt die Stäbchenprobe machen, Pi mal Daumen halt, also so, dass es halt fertig ist, 30 Minuten circa. Wie gesagt, die eine Hälfte habe ich jetzt schon aufs Blech. Ich glaube, die 30 Minuten werden ein bisschen zu lang, also ihr müsst einfach mal gucken. So, falls der braune Teig durch den Kakao ein bisschen zu fest geworden ist, könnt ihr dann noch einen kleinen Schluck Wasser reinmachen. Das werde ich jetzt auch machen. Und das waren jetzt zwei gehäufte Esslöffel Kakao. So, die Mixstäbe gehören jetzt den Kindern. Wie gesagt, einmal in den Ofen. Gut, die Teigböden sind jetzt im Ofen. In der Zeit können wir den Pudding herstellen. Ich habe jetzt hier für die Alpro Soja Original, lieblich im Geschmack, die Sojamilch. Das ist jetzt ein Liter. Circa 800 Milliliter habe ich jetzt schon mal hier im Topf. Den Rest habe ich jetzt hier. Das sind zwei Päckchen Vanillepulver oder Vanillepuddingpulver. Je nach Geschmack, wie süß ihr das mögt. 3, 4, 5. Das verrühren wir schon mal. Wichtig ist, dass ihr hier das Ganze schon mal in der kalten Milch anrührt. Nicht das Pulver in die heiße Milch reingeben, sonst wird es Klumpen geben. Wegen der Speisestärke erstmal schön hier auflösen, bis keine Klümpchen drin sind, und danach hier in die heiße Sojamilch reingeben. Gut, das ist jetzt einmal aufgekocht, das habe ich jetzt ein bisschen zur Seite gestellt. Jetzt rühren wir das Ganze hier noch einmal schnell so ein bisschen um und geben das ganz langsam hier so rein und immer schön rühren.
Und dann stellen wir es nochmal für ein paar Sekunden oder eine Minute nochmal hier auf die Kochstelle und rühren dabei, nicht vergessen, sonst brennt es unten an. So, wenn es anfängt hier so zu blubbern, direkt zur Seite stellen. Jetzt ist genug. Das Ganze rührt ihr aber trotz alledem noch. Das Ganze rührt ihr jetzt bitte noch ein bisschen, weil der Topfboden ist immer noch sehr heiß. Was wir jetzt noch machen, ich habe jetzt hier 1 Kilo Erdbeeren. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle unbedingt dafür benötigen, aber ich habe jetzt mal 1 Kilo hier. Ich werde es jetzt alle schön waschen und putzen. Und ein Drittel der Erdbeeren werde ich klein schneiden und auf den unteren Boden reinmachen. Und den Rest dann oben auf diese helle Puddingcreme. Das Ganze muss jetzt erstmal abkühlen. Am besten ist es, wenn wir das über Nacht stehen lassen. Dann kann das Ganze nämlich schön durchziehen und fest werden. Gut, wir haben jetzt hier den hellen Boden. Den habe ich jetzt mit dem Schokoladenpudding, den ich euch gestern gezeigt habe, eingeschmiert. Dann habe ich jetzt hier ein paar Erdbeeren klein geschnitten. Die verteile ich jetzt hier auf den hellen Boden, den Pudding. Den habe ich gestern nochmal mit einer Folie abgedeckt, damit sich keine Haut oben bildet und dann einfach nur kalt gestellt. Wir werden jetzt den anderen Boden, den dunklen Boden hier oben drauf geben und den Pudding, den müsst ihr einmal schön entweder mit dem Mixstab oder mit einem Schneebesen nochmal schön cremig rühren. Gut, das Ganze habe ich jetzt schon einmal aufgerührt, aufgeschlagen. So, den Schneebesen kriegst du. Pass auf, klicker nicht. Den anderen Tortenboden habe ich hier, wie gesagt, schon drauf. Hier unten drunter ist der helle. Jetzt gucken wir, wie viel wir brauchen. Den veganen Pudding. Der schmeckt richtig gut. So. Ich muss euch gestehen, das ist mein erster veganer Kuchen. Aber bis jetzt, ich habe den Tortenboden, also den Kuchenboden probiert und alles. Also es schmeckt super. Ist eine super Alternative. Das Ganze verteilen wir hier. Und jetzt könnt ihr natürlich jedes Obst nehmen, das ihr möchtet. Ihr könnt Erdbeeren nehmen oder Himbeeren oder was auch immer, Pfirsiche, alles was ihr mögt. Wir verteilen das Ganze hier nochmal und garnieren das dann noch mit Erdbeeren. Ich habe jetzt hier ein paar Erdbeeren wie so Fächer geschnitten. Und ein paar Erdbeeren einfach so in Viertelstückchen, die werde ich dann hier einfach verteilen. Gut, ich habe das Ganze jetzt nochmal garniert und ein bisschen verziert. Es ist jetzt nicht die wunderschönste Torte oder Kuchen, aber die schmeckt. Ich habe hier noch ein paar Minzblätter reingelegt. Ja, ihr könnt eure Fantasie freien Lauf lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.